Und damit einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück beim Gerry und bei den Würzburger Kickers, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ich weiß nicht, irgendwie gefühlt bin ich ein bisschen dunkel, aber es macht jetzt nichts. Ich weiß warum. Wenn man nicht alle Lampen anhat, kann auch nicht alles hell sein, gell? So, jetzt sind die Lampen an, jetzt ist der Gerry startklar und wir starten mit Mirkos Charakter bzw. Kleinen Fußballer. Ich habe ihm ein schönes Trikot gegeben, nämlich unser Trikot, das der Kickers. Viel Spaß damit, mein Lieber. So, ich habe ein bisschen rumgeeiert wieder und habe auch Lars Stindl ein schönes Foto, also ein schönes Trikot verpasst. Wem habe ich noch? Dani Latze habe ich ein neues gegeben hier, immer nur auf Trikot bezogen. Andermatt habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Schleimer war so wenig, da sieht man eh nicht viel von, vom Trikot. Da wird man gar nicht wirklich sehen, habe ich aber letztendlich auch vergessen. Habe ich noch wen gehabt? Ah, Zierden hat ein neues Bild bekommen. Das ist ja, Yannick Zierden war jemand, den wollte keiner haben irgendwie. Den haben wir geholt und der hat schon woanders gespielt und ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihm so ein Bild gegeben. Finde, passt zu dem Yannick. Herzlich willkommen, Yannick, bei uns im Spielstand. Gerade mal reingucken. Vorne drin habe ich hier noch irgendwem gegeben. Lang hat noch eins bekommen. Guck mal da. Kolasinac hat eins bekommen. Guck mal da. Alle wieder im Würzburg-Trikot unterwegs. Wiekow hat endlich eins bekommen. Klasse, Gerry. Super gemacht. Wunderbar. Zuber auch natürlich und damit haben wir alle, glaube ich, durch, die noch kein Trikot hatten. Paulinho hatte, glaube ich, schon. Ja, wir gucken mal. Unser JT, der momentan ganz gut trifft mit seiner 70er Stärke, der ist noch 5 Tage verletzt, aber das reicht bis zum nächsten Spiel auf jeden Fall. Und wir gehen gleich in die Kommentare rein, meine Lieben. Normalerweise überspringe ich das ja in letzter Zeit, ne? Aber könnt ihr mir das kurz erklären, bitte? Wieso habe ich denn 18 Dani Latzas in meiner zweiten Mannschaft bei der Gesprächsrunde? Was läuft denn da falsch? Okay, von mir aus. Dann habe ich noch weitergemacht und zwar Piano, dem lieben Mike Schulz. Dem hätte ich vielleicht auch noch ein Trikot geben können. Ne? Das habe ich ein bisschen verballert. Aber ich habe zumindest Trainingsziele rechter Mittelfeldspieler auf die höchste Priorisierungsstufe gemacht. Und dann eben hier so die Skills, die man so braucht. Ich hoffe, es passt. Da sind wir auch direkt bei den Kommentaren. Der liebe Piano hat sich gemeldet und hat FM-Talk auch wieder geschrieben. Vielen Dank dafür. Wir gucken gerade kurz rein. 3 weitere Punkte für den Klassenerhalt geholt. Sehr gut. Und bitte den Schulz umschulen auf RM. Das haben wir gemacht. Perfekt. Wunderbar. Dann gehen wir weiter und gucken auch in den Kommentaren in YouTube mal vorbei. Mikko Paul, nicht das Trikot vergessen, habe ich gemacht, mein Lieber. Die letzte Folge war ein bisschen später, so ein, zwei Stündchen oder so, weil ich habe es einfach nicht besser und schneller hinbekommen. Aber ich glaube, es hat trotzdem ganz gut gepasst. Stefan Kneisel, 3,5 Sterne-Typ, 14 Jahre. Nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? 3,5 Sterne ist immer gut. Ihr Appell an die Fans hat voll eingeschlagen. Die können nicht mit 10% höheren Besuch beim nächsten Heimspiel rechnen. Ich habe hier so einen Appell an die Fans gemacht bei... Wo ist das denn? Bei Fans wahrscheinlich gewesen, ne? Hier irgendwo. Ja, genau. Da habe ich einmal drauf geklickt. Und ich habe auch mal hier ein bisschen was eingestellt. Wurde mir empfohlen, weil ich irgendwie nicht so beliebt bin irgendwie. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber Mirko Paul ist auf dem aufsteigenden Ast, ne? Das ist schon gut. Ja, wunderbar. Chemie Leipzig. So langsam geht es absolut in die richtige Richtung. Ich sehe mich mal wieder bestätigt, dass es 2, 3 Ältere mit Führungsqualitäten braucht. Und ja, deine Fanbeliebtheit ist außergewöhnlich schlecht. Geh mal und mach mal was. Ronny sagt, läuft doch, Planet Sandman hat eine tolle Folge empfunden. Jonas Buhr, JT schlägt ein, sagt er. Stark wie alle, wie es aktuell läuft. Auch hier nochmal, danke für die Genesungswünsche. Ja, ich hoffe, es geht dir besser. Oder ging gar nicht erst schlecht, das wäre der erste Tipp, ne? SGD Forever, moin, sieht doch gut aus mit den Kickers. Ich hoffe, dass es auch Dresden auch nochmal rausschafft. Gerry, schau doch mal in Liga 2, vielleicht gibt es da ein paar gute Spieler für die nächste Saison. Das machen wir jetzt sofort, weil sonst wird es wild. Zweite Bundesliga, da gibt es natürlich einige Spieler, aber die wir gebrauchen können, weiß ich nicht, ob wir die unbedingt haben wollen, so ungefähr, ne? Könnte man mal gucken. Also Union Berlin ist mit der Mannschaft hier auf Platz 1 gerade. Hier. Und zwar, ja, nicht mit großem Abstand, aber mit Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze. Und da könnte man natürlich gucken, was man da so holen kann. Aber ich sehe jetzt auf den ersten Blick bei Union keinen. Freiburg hat natürlich sehr starke Spieler, aber da wollen so einige wahrscheinlich auch einfach nicht kommen. Also wenn ich hier so einen Demirovic kaufen wollen würde, sagt er, nicht attraktiv genug. Das heißt, wir müssen sowieso bei 75er Spieler hängen bleiben, ne? Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob mir hier überhaupt irgendwas Sinnvolles finden. Kocha Kia von Schalke, offensichtlich generiert.
Vielleicht aber auch nicht, vielleicht aber auch kein Bild, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ja, Vierer Talent, 73, aber ich glaube, Innenverteidiger haben wir auch genug. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo wir unbedingt so richtig krassen Typen gerade noch brauchen, weil unsere Mannschaft ist im Moment am Limit. Guck mal, wir können eigentlich nur noch vorne drin. JT ist da nicht der stärkste Mann. Götze hat 2 Punkte weniger, als unser Limit sein kann. Guthöll einen. Und ansonsten gibt's da nichts. Wir können ja nichts über 75 kaufen. Und wir haben jetzt auch keine krass alten, außer halt Götze und die beiden Außenverteidiger, wo man sagt, ja gut, wir müssen unbedingt was kaufen. Ne? Also ich sehe es nicht, ehrlich gesagt, aber wir lassen uns mal gucken. Fährmann und Dirk könnte ich immer noch nicht leiden, schade drum. Busch ist auf der Transferliste, 30 Jahre, ja ne, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr, auch mal hier rausschmeißen bitte. Kevin Deutsch drängt sich auf mit 63, ja, sehr schön, wunderbar. Kevin, du musst dich nochmal melden, was wir mit dir vorhatten. Wolltest du nicht verliehen werden oder so mit 16? Mit 16 geht es glaube ich noch nicht, weiß ich jetzt gerade nicht. Okay. Dann, Frank hat geschrieben seit langem nochmal. Wir schreiben uns ja mal auf Twitch oder sonst wo. Vor allem, also von daher, schön, dass du auch bei YouTube nochmal schreibst. Mir ist aufgefallen, dass der Hintergrundsound während der Spieltage in meinen Ohren ganz schlimm kratzt. Klingt irgendwie blechern. Ich habe auch immer das Gefühl, ne? Also im Spiel geht's eigentlich, aber die Aufnahme davon ist echt bescheiden. Ich weiß nicht, was das für schlechte Qualität ist, aber keine Ahnung. Mein Sound von meiner Stimme, der ist ja jetzt nicht so schlecht, dass man sagen muss, okay, es liegt irgendwie am Aufnahmegerät oder so. Bisschen crazy, ich habe aber jetzt mal einen kleinen Versuch vor, da müsst ihr jetzt gleich aufpassen. Ich möchte nämlich einfach komplett den Kram sein lassen. Also ich mache keine Ingame-Musik bei den Spielen, sondern ich versuche daran zu denken, dass ich einfach jedes Mal einen Stadion-Sound drüber laufen lasse. Da gehen die Fans dann zwar nicht passend mit, aber das ist mir, glaube ich, letztendlich eh egal. Hauptsache, es ist nicht so kratzig. Wenn euch das gar nicht gefällt, meldet euch auch. Ich versuche es einfach mal. Ich gucke es mal an. So, dann machen wir erstmal hier, die Kommentare fertig. Nils Butze, der IT, der ist ja unglaublich, was für eine Entwicklung die Verletzung von Etete möglich gemacht hat. Ich bin gespannt, was wir machen, wenn der wieder da ist, ehrlich gesagt. Ja, ich nicht, kaum bekommt der IT eine Chance, knipst er wie am Schnürchen, will ja nicht sagen, ich hab's gleich gesagt, aber naja. Ja, aber du kannst, hättest du den mit 62 in die erste Liga schmeißen sollen oder so. Also, da mussten wir auf jeden Fall erstmal noch dran arbeiten. Ne? Und dann hat er auch gemerkt, dass ich da recht hatte. Und ich habe halt immer recht. Ne? Ich bin Lehrer, ohne immer recht zu haben, wäre ich das ja gar nicht erst geworden. Von daher, könnt ihr euch merken, ich habe immer recht. So, gut. Dann schaue ich mir mal an, wie meine englischen Jungs kicken und erzähle euch das gleich. Aber es klappt schon mal, das ist gut hier. Ihr hört nichts, pass auf. Perfekt. Ja, gegen die 100 Punkte schwächeren Kroaten einen ganz, ganz souveränen 1:0 Sieg rausgefahren. Mit einem Tor von einem Einwechselspieler. Also ganz, ganz schwach eher. Aber 3 Punkte sind 3 Punkte. Für mich ist ein bisschen ungewohnt, komplett keinen Sound zu hören. Während des Spiels, aber wir gucken mal, wo das hinführt. Wir haben 2 Punkte bekommen bei unserem Vorstand, das ist wunderbar. Wir sehen, dass es gegen Hoffenheim als nächstes geht. Das ist auch wunderbar, da müssen wir gucken, was da so geht. Ne? Ach, guck mal an, Kolasinac hat gegen Jaise gespielt und beide eine 4. Ja gut, ey. Klasse, super. Eine 3 hat der Pippi bekommen, alles Klärchen, mein kleines Bärchen. Holthaus wird schon wieder gekauft werden, nein, sagen wir da. Ja, Tee zurück in der Reserve. Den ziehen wir gleich vorm Spiel natürlich wieder hoch. Aber das ist immer ganz clever, wenn man die Leute in die Reserve reinschickt und dann wieder hochzieht und dann wieder fallen lässt und hochzieht und fallen lässt, wenn die halt für die Reserve auch gedacht sind. Weil der kriegt jedes Mal richtig geile Gedöns, ne? Richtig geile Moral wieder. Das ist richtig gut. Okay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Da gibt es bestimmt erstmal noch ein England-Spiel, oder? Angebot von Yannick Zierden haben wir abgelehnt. Ja, ja. Ja, genau. Den brauchen wir jetzt auch erstmal. Das sind ja auch richtig starke Wechsel hier auf jeden Fall. Ja, klar. Klasse, klasse. Aber vielleicht machen wir, das ist auch so ein bisschen nervig, dass man das immer wieder hochstellen muss, damit das mal irgendwie auf einer vernünftigen Ebene steht. Aber es ist immer noch nicht besser geworden. Na gut, dann ist es so. Mal gucken, gab es noch irgendwie. Martin Max ist neuer Trainer bei Botafogo. Hat da Rüdiger Ziel ersetzt. Auch schön, auch schön. Die restlichen kenne ich entweder nicht oder es sind alte. Aber Martin Max, wunderbar, perfekt. Oh, das ist ja DFB-Pokal. Das sehe ich ja jetzt erst. Oha,
Oha. Ja dann, und der Schlotterbeck möchte bei Standards mit nach vorne. Habe ich gerade eine E-Mail bekommen. Das werden wir ihm natürlich ermöglichen. Wir sind hier in der dritten Runde des DFB-Pokals. Hoffenheim hat Rosenheim und Lübeck rausgekegelt und wir haben uns gegen Uerdingen und gegen unseren, ja, letztjährigen Pokalschreck Ingolstadt durchgesetzt. Wir gucken mal an, wie das hier geht. Ja, wir sind natürlich schwächer. Wir sind natürlich nicht so schwach, weil ein Spieler fehlt einfach noch. Aber wir sind ja so bei 820 und diese bei 850, also 30 Punkte plus minus. Ja, es ist kein Selbstläufer, ne? Aber wir beide nicht. Wir können da auch böse auf die Zähne beißen. Bayern gegen Wolfsburg ist das Topspiel. Dann haben wir Hertha gegen Borussia Dortmund und Hamburg gegen Leverkusen. So, zweite Mannschaft. Wir nehmen mit, wir packen unseren Koffer und nehmen mit. Erste Mannschaft, die nächsten 4 Wochen. So, zack. Und dann ist er nämlich gut drauf hier. Dann freut er sich. Guck mal hier, hat er eine 71, weil er so geile Moral hat. Und wir nehmen noch mit. Villeneuve nehmen wir natürlich mit. Aber für wen, ne? Für wen ist die Frage? Ja, wir nehmen im Pokal einfach mal die Stärksten mit. So. Und das wären die hier. El Shai, wir müssen auch mitnehmen. Wir haben zu wenig Plätze auf der Bank, liebe Leute. Unsere Menschen sind zu gut mittlerweile. Ja, keine Ahnung, ey. Lass mal einen Innenverteidiger weg. Apropos Innenverteidiger, einmal in die Taktik reingehen. Schlotterbeck, habe ich eben gesagt, möchte gerne nach vorne bei den Standards. Dann machen wir das auch. Dann ist das okay so. Dann muss jemand anders hinten aushelfen. Wir gehen mal rein in die News-Center-Ecke. Angebot für Steven Zuber. Geil, die wollen ihn jetzt schon für 2,8 Millionen kaufen. Wir haben ihn für 1,3 geholt. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch direkt einfach wieder verkaufen für mehr Geld. Und können wir mal machen. Können wir mal machen. Und dann holen wir nächstes Jahr wieder einen anderen nach. Das ist ja, guck mal, so helfen wir dem auch noch zu was, ne? Der wird sich ja freuen. Und wenn wir so einen alten nochmal loskriegen sofort, das ist doch klasse. Das ist doch wunderbar. Er wird mit Dirk Schröder sprechen. Wir machen das jetzt so lange mit dem Ralf Fährmann, bis Dirk Schröder sagt, jetzt nerv mich weiter rum, ich bin jetzt dein Freund. So machen wir das. So, wir brauchen einige Leute hier noch in Topform. Den nicht, der kommt erstmal von der Bank. Aber Jaite, ne? In Topform kriegst du nochmal 3 Moralpunkte und ein Ding dazu. Ne? Das ist schon geil, ist schon geil. So, Tavares, auch in Topform, bitte. Schlotterbeck, auch in Topform, bitte. Chris Richards, auch in Topform, bitte. Ah, das geht nicht, okay. Der macht das schon zu lang mit der Topform. Gut, aber das können wir hinkriegen. Guck mal, wir sind doch gar nicht so schlecht. Was habe ich gesagt? 830 und wir sind 829. Also von daher, da ist was möglich im DFB-Pokal und deshalb werden wir das jetzt ganz, ganz, ganz ernst angehen. Heute bestehen wir als Team oder zerbrechen als Einzelspieler. Es geht los, der Martin Pedersen nimmt Fahrt auf, pfeift dieses Ballspiel an. Es ist total ungewohnt für mich, jetzt zu moderieren, wenn hier kein Sound ist, aber es wird vielleicht ganz gut. Wir kriegen aber jetzt zu sehen in der dritten Minute Tavares mit einem tollen Pass auf Pippi. Ganz knapp, vielleicht im Abseits, aber was ist denn da los? Es wird nicht gepfiffen, Pippi macht das erste Tor. 1:0 in der dritten Minute. Was für ein Ding, toller Pass von Pippi, von Tavares auf Pippi und dann Pippi ganz routiniert. Einfach mal dummen Jill, den Torwart, der Hoffenheimer ausgespielt. Klasse. Aber wir gucken mal, wer steht denn da im Tor bei den Domen Grill? Nicht Jill. Domen Grill mit 65. Ja, das müssen wir dann ausnutzen. Da muss jeder Schuss draufgeknallt werden. Geiger, der zentrale Mittelfeldspieler, auf Draxler, den offensiven Mittelfeldspieler. Der schießt knapp am linken Torpfosten vorbei. Da wäre es fast gewesen, das Ausgleichstor. Und wir haben schon wieder die Hoffenheimer mit Bebu, der flankt. Richard verlängert hinten auf Draxler. Der zieht einfach mal ab und der Ball fliegt, aber Kolasinac springt noch dazwischen, Ecke. Ja, Draxler mit 2 Chancen jetzt hier. Und wir erinnern uns, Wanderson war auch schon Aktivposten in der Liga gewesen. Bringt jetzt hier eine Ecke rein auf Ribeiro. Lukas Ribeiro, der Innenverteidiger, köpft aus 10 Meter zentraler Position. Dritte Etage. Dennis Geiger, Millimeter genau passt. Die sind richtig sauer. Die sind richtig sauer hier, die Kollegen. Auf Wanderson mit dem Pass. Der kurze Ecke. Ralf Fährmann hält das Ding aus dem Kasten raus einfach. Wir müssen konzentriert spielen jetzt.
zusehen, dass wir denen hier jetzt den Schneid ein bisschen abkaufen. Aber es geht erstmal weiter mit Hoffenheim. Dennis Geiger halb links raus auf Bebu. Der schießt, aber zieht am Tor vorbei mit dem Ball. Das ist für uns gut. Aber wir merken, wir stehen hier ganz, ganz krass unter Druck. Wanderbeck startet in die Gasse. Schlotterbeck, klasse, mit einem rustikalen Tackling da reingekrätscht. Es gibt aber trotzdem Ecke für die TSG. Und die wird erstmal gebracht von Wandersen. Dann wird sie herausgeköpft, landet bei Dennis Geiger, der zentrale Mittelfeldspieler, schießt und dann Außenpfosten. Das ist richtig hier unter Strom. Richtig unter Strom. Guck mal, was die schon für Chancen haben. 7 Chancen. Wir haben eine, aber wir haben das eine Tor. Ne? Wir haben das eine Tor. Menschenskinder, schöne Kombination jetzt schon wieder von 1899. Geiger auf Grilic, der weiter auf Bebu, der kommt im Strafraum zum Flanken. Dann ist Chris Richards da, köpft den Ball zur Ecke. Wie lange das gut geht, ist eine gute Frage. Ey, was ist hier los? Hinten dicht? Nee, wir müssen mal gucken. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Wir gucken erstmal, was die Ecke bringt. Wandersen bringt sie rein auf Mukoko, der. Ja, kriegt sie nicht geköpft. Wunderbar. Ja, was machen wir denn hier? Hinten dicht. Kolasinac mit einem taktischen Foulspiel, gibt gelbe Karte, ganz klar. Das werden wir auch gleich direkt in der Halbzeit auswechseln, weil ja, das ist halt nicht so optimal. Ne? Philipp Marx von der linken Seite, Freistoß. Aber gut, wenn er den dahin schießt, einfach mal zum Abstoß geschossen. Meine Güte, also hier die erste Hälfte, das war bisher aber ganz, ganz großes Glück für uns, dass wir hier nicht da hinten liegen. Und ja, mit unter anderem zu verdanken haben wir das der Innenverteidigung, die hier einfach mit Einsern steht. Ne? Ganz, ganz stark. Motivieren werden wir hier. Hier werden wir motivieren. Und ja, Ralf Herrmann können wir auch noch loben. Hat er auch gut gemacht. Ne? Mensch, Mensch, Mensch. Aber wir müssen jetzt aufpassen. In der zweiten Hälfte muss jetzt mal irgendwie wieder ein bisschen was kommen. Sonst wird es ganz, ganz wild. Weiß nicht, vielleicht müssen wir mal ein bisschen vor mit dem Pressing. Und mit der Abwehrreihe. Mal gucken. So werden wir es machen. So gehen wir rein. Die IT ist aber auch eigentlich kein Sturmtank. Vielleicht werden wir das erstmal hier weglassen. So. Feuer frei, die zweite Hälfte in der dritten Runde des DFB-Pokals geht weiter. Wir können mal kurz gucken. Konferenz Köln, wir machen mal Päuschen. Köln führt gegen Darmstadt, Pauli unentschieden gegen Hannover, Hamburg liegt hinten gegen Leverkusen, Mainz unentschieden gegen Stuttgart, Essen verliert im Moment gegen Frankfurt, Hertha die einzige Mannschaft, die deutlich zurückliegt gegen Dortmund, alles andere sind eher 0-1-Spiele und Bayern liegt zurück gegen Wolfsburg. Hohoho, das ist aber spannend. So, spannend ist es auch hier bei uns und es geht schon wieder nur in eine Richtung, also jetzt in die andere Richtung, aber quasi nur auf unser Tor. Wandersen mit einer Flanke, frei auf Mokoko und ja, der steht dann da, muss der nur noch irgendwie reindrücken mit irgendeinem Körperteil, ist vollkommen egal mit welchem. Und jetzt haben wir den Salat, ne? Jetzt steht es hier unentschieden und wir haben die nächste Chance von uns. Was ist denn da los? Ja, T, setzt sich durch gegen Stefan Posch. Super, legt zurück auf Mario Götze. Und Mario Götze ist leider zu spät. Der ist ein bisschen zu langsam. Ja, Mensch, da passt es nicht ganz. Und Roman Grill konnte den Ball mal aufheben. Chris Richard hier mit der nächsten gelben Karte. Die zweite im Spiel für uns gegen Mukoko. Den robbt er da zu Boden. Und dann ist das so. Ah, Chris Richard hätte ich mal noch einen Ball im Trikot geben können. Hoffenheim schon wieder mit Bebu auf der rechten Seite, Flanke, Fährmann boxt sie ganz weit weg. Ja, da können sie erstmal wieder hinterherlaufen mit dem Ball. Aber jetzt schon wieder Bebu, setzt sich da auf der rechten Seite gegen zwei durch. Ivy und Schlotterbeck gucken da hinterher. Flanke, Kopfballabwehr von Richards auf Mokoko, der aus schwieriger Position kann den nehmen, schießt aber vorbei. Kein Doppelpack für den ehemaligen Dortmunder. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier irgendeine bessere Idee bekommen, als wir gerade haben. Und wir müssen überlegen, wen wir jetzt hier bringen. Bringen wir Inselmann mit einer 74 oder bringen wir Krübe mit einer 71? Und 71 und schwächere Form, wir bringen Inselmann, meine Lieben, und ziehen den vor. Und machen hier ZM, machen wir hier jetzt mal so ein bisschen Zweier-Action. So wird's sein. Gut, vielleicht bringen uns diese beiden Wechsel jetzt ein bisschen Stabilität. Machen auch mal Konzentration. Das bedeutet ja, es gibt weniger Angriffe für uns, aber auch für die Gegner, wenn ich richtig im Kopf bin. Ansonsten steht 1-1. Und ja, mit der Statistik ist das sehr, sehr schmeichelhaft. Und wir gucken, ob das überhaupt so bleibt. Ne? Philipp Max auf der linken Seite geht an Schlotterbeck scharf vorbei. Dann Flanke scharf auf Mukoko und der macht das aus 2 Metern. Au, au, da haben wir Glück gehabt. Abseits, er war im Abseits.
Sehr gut, aber es geht schon wieder weiter. Dennis Geiger auf Wandersen auf die linke Seite. Der verzieht aber. Dann ist da Imokoko. Und dann grätscht er rein und dann macht er das Tor halt 3 Minuten später. Ach du Scheiße. Ja, da müssen wir gucken. Also jetzt müssen wir sogar was offensiver werden. Weil sonst ist hier der Pokal vorbei. Sonst ist das hier vorbei. Aber ich sag mal so, guckt euch das hier an. Ey. 15 Chancen, wir hatten 2. Also wir können uns auf jeden Fall nicht beklagen über diesen Spielstand. Allerdings können wir uns darüber beklagen, wie der zustande kommt. Und das bedeutet nämlich, wir sind viel zu passiv. Und hätten vielleicht dann nachlegen müssen. Aber vielleicht jetzt, wir gucken mal. Elchaibi geht mit nach vorne, Flanke in der Mitte. Jaite mit dem Kopfball. Oh, deutlich vorbeigeköpft, deutlich vorbei. Aber so muss es gehen. Ne? Einfach nochmal nach vorne und irgendwie sehen, dass der Ball vielleicht irgendwo landet, wo er nicht landen soll. Und das könnte jetzt sein. Domen Grill klappt den Ball nach vorne. Krilic legt den ab auf Mukoko und der macht sein 3. Tor in diesem Spiel. Jetzt ist vorbei. Da ist es vorbei, da ist es passiert. Mukoko mit dem Dreierpack gegen uns. Sauerei. Ja, und Richards ist jetzt hier auch noch, macht einfach einen Eckball gegen uns. Hätte auch klären können vernünftig. Naja. Schade, schade. Wir versuchen es trotzdem noch. Beim Pokal weiß man ja nie. Gacinovic kommt für Julian Draxler. Von dem haben wir in der ersten Halbzeit 2, 3 Aktionen gesehen. Dann war auch schon gegessen. Da kam auch nicht mehr. Also von daher. Und Gacinovic direkt einen ersten Ballkontakt. Hat sich davor gestohlen. Bekommt jetzt einen Ball von Krilic in den Lauf gespielt. Macht er gut. Und Gacinovic mit dem Rückpass auf Mukoko. Und der macht einfach das 4. Tor. Der schießt uns einfach im Alleingang ab. Alter Schwede, ey. Der schießt uns einfach ab im Alleingang. Das gibt's doch gar nicht. Was soll das? Was soll das? Das gibt's doch gar nicht. Alter Schwede. Ja, das war jetzt eher Kacke. Das war jetzt wirklich eher Kacke. Die zweite Halbzeit, da haben sie uns auseinandergepflückt. In Form von Mukoko. Jetzt zaubern sie. Geht's noch weiter, oder was? Nee, das ist auch geil. Jetzt zaubern sie. Okay, die haben gezaubert. Ne? Ja, gut. Gut zu wissen. Wir sind raus. Pokal ist Ende Gelände. Aber ich sag mal so, 3. Runde ist okay. Und hier wurde uns hier eine Grenze aufgezeigt. Und die war so deutlich, dass man sagen muss, ja, Pippi mit dem Tor in der 3. Minute hat leider nicht gereicht. Mukoko einfach 4 Dinger gemacht. Fertig, Ende Gelände, Geschichte vorbei. Hamburg verliert aber übrigens auch, und zwar gegen Leverkusen. Mainz kommt im Elfmeterschießen gegen Stuttgart weiter. Hertha verliert deutlich 1-5 gegen Borussia Dortmund. Da können wir ein Liedchen von singen. Und Bayern, 3. Spiel noch gegen Wolfsburg. 2-1 weitergekommen. Köln im Elfmeterschießen raus gegen Darmstadt. Pauli gewinnt gegen Hannover. Und Rot-Weiß Essen verliert gegen Eintracht Frankfurt. Ja, so ist das, ne? So ist das. Wir nehmen das hier. Das ist ja erst nächste Saison, ne? Dann ist der ein halbes Jahr bei uns gewesen, hat ausgeholfen auf der linken Seite. Und dann ist das gut so. So, jetzt gegen Stuttgart. Da geht es darum, dass wir jetzt mal wieder punkten, nachdem das im Pokal gar nicht geklappt hat. Leipzig gegen Wolfsburg ist das Topspiel. Dann haben wir Leverkusen gegen Hoffenheim und Bayern gegen Köln. Die Stuttgarter kommen zu uns. Wir sind also Heimmannschaft und die Stuttgarter sind ungefähr genauso stark, stärkemäßig gesehen, wie eben unser DFB-Pokalsieger. Also der Sieger in unserem Spielstand oder in unserem Duell, sagen wir so. Jait darf nochmal ein Päuschen machen. Pippi würde ich jetzt auch mal ein Päuschen gönnen, weil der auch mit einer 74 da rumspringt. Das ist dann einfach irgendwann auch ein bisschen viel. Ne? Wie lange ist er denn eigentlich noch verletzt? Noch für ein Spiel? Und da müssen wir wirklich gucken. Ne? Fährmann wird das auch nicht so freuen, dass Dirk Schröder auf einmal wieder dann da ist. Ne? Immer noch nicht hier. Der will aber auch nicht reden, der Dirk. Was ist denn da los, ey? Was ist denn da los? So, Malik Wild verlängert seinen Vertrag, ja, von mir aus. Ja, Zuber wechselt. Bauer fällt aus. Das ist auch schon mal blöd, ne? Zuber können wir dann auch... Ach ne, wir können jetzt erstmal gar nicht mit den Leuten reden. Aber hier, wir haben im Moment eine sehr gute Teamdynamik von 182. Wie sieht es in der toten Mannschaft aus? Minus 68. Okay. Die zweite Mannschaft steht aber, glaube ich, immer noch sehr gut da. Oh ja, sehr, sehr gut. Nicht mehr unbedingt. Also die sind punktgleich mit Seligenporten, haben aber auch ein Spiel weniger. Da müssen wir mal gucken. Und Seligenporten mit 3 Siegen in Folge, wir jetzt mit 2 Unentschieden. Ha! Lukas Hinterseher ist hier übrigens Torschützen...
König zur Zeit zumindest, auf dem Weg dahin, in Donaustauf. Ne? Ja, alles klar. Wir gehen in die Bundesliga-Partie gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart. Heute werden wir das Ergebnis aus dem Hinspiel umdrehen. Die haben Angst vor euch. Wir werden den Spaß am Fußball nehmen. Und dann sagen wir, auf geht's, meine Lieben. Erste Minute und wir sind schon wieder direkt am Start mit dabei. Mit einem Pass von Harvey White auf Mario Götze. Vom linken 5-Meter-Eck schießt er einfach mal und macht das Ding. Oh, nicht rein, weil Emilio Martinez, der Torwart der Stuttgarter, das Ding richtig gut hält. Und ja, Chris Richard macht ihm nach auch gute Parade. Leider ist du Feldspieler und deshalb gibt es eine gelbe dafür. Handspiel bei Chris Richards. Aber wir haben bisher mehr vom Spiel in den ersten Minuten. Flanke gut, hört Kopfball White. Martinez kann parieren. Oh, und da habe White Bau noch im Abseits. Okay. Gleich doppelt kein Tor. Aber so kann es gehen. Ne? Wir müssen jetzt hier zeigen, dass wir Druck ausüben können. Das hat gegen Hoffenheim gar nicht geklappt. Und jetzt hier gegen die Schwaben soll das mal besser funktionieren. Aber erstmal kommt Stuttgart in der 15. Minute mit Sean Longstaff. Der spielt links raus zu Nicolas Gonzalez. Und der schießt deutlich am Tor vorbei. Und deshalb können wir jetzt kontern. Paulinho aus 19 Metern schießt doch weit am Tor vorbei. Paulinho hat jetzt nochmal den Vorzug bekommen vor Yaité. Einfach, um Yaité da mal ein bisschen zu schonen. Und wir sehen eine Wadenzerrung bei El Shaibi. Das ist kacke. Aber wir haben zum Glück jemanden, der den gut und gerne ersetzen möchte auf der linken Außenbahn in der Defensive. Kommt jetzt Sead Kolasinac rein mit seiner Erfahrung. Macht er gut bisher und wir gucken, ob er es jetzt sogar noch besser macht. Aber erstmal kommt Tafares auf die linke Seite. Flanke, die geht aber aufs Tor auf einmal und dann ist trotzdem Martinez da, klärt den Ball zur Ecke. Die kann natürlich auch Tafares schießen. Auf den Elfmeterpunkt kommt sie hin. Martinez kommt er raus und hat das Ding. Stößt da alles zur Seite. Und ja, begräbt das Leder unter sich. 25 Minuten gespielt, wir sind gut dabei, aber jetzt kommen die Stuttgarter. Wieder über Jean Longstaff auf Gonzalez, der flankt auf Wamangituka. Meine Güte. Und der macht auch ein Tor. Guck mal, so lange mit dem Namen beschäftigt, aber war abseits. Wamangituka geht an Schlotterberg jetzt auch vorbei, kommt jetzt frei zum Schuss, der Ball fliegt in die Arme von Fährmann. Eieiei. Das ist jetzt gerade hier ein bisschen ärgerlich. Die haben eine Doppelchance, das wollen wir nicht. 39. Minute und schon wieder Sean Longstaff. Der macht einen tollen Pass, einen super Pass auf Wamangituka. Der schießt. Oh, der wurde zurückgepfiffen. Wieder abseits. Der ist vielleicht zu schnell oder unsere Abwehrfalle sitzt einfach sehr gut. Ne? Das würde ich vielleicht eher sagen. Machen sie gut da hinten. Statistik. Ja, oh, ausgeglichen. Relativ ausgeglichen. Wir haben eine Chance mehr, aber dafür haben wir die schwächeren Chancen. Also, warte mal, das machen wir anders. Wir gehen erstmal in Spielergespräche rein und reden mit Paulinho. Dann kriegt er nämlich die Moral und dann wechseln wir ihn aus. So, haben wir noch jemanden, den wir unbedingt bringen müssten? Ja, wir bringen jetzt auch mal statt Scorer wieder Pippi rein. Das sind 5 Punkte da in der Mitte, die wir mitnehmen werden. Hat leider nicht so gepasst. Auch nicht so ein geiles Spiel gemacht. Der liebe Scorer ist so schlimm. So, hier kann gelobt werden, hier kann gelobt werden. Ach so, man konnte auch mit denen reden, wenn man die auswechselt. Okay. Tavares, ich weiß nicht, warum der gerade moralmäßig gar nicht so geil dabei war. Keine Ahnung, aber haben wir hingekriegt. So, zweite Hälfte. 3 Punkte wären schön gegen den 9. Die sind ja auch auf Schlagdistanz. Das heißt, das ist ein Gegner, den man durchaus besiegen wollen würde und 3 Punkte den wegnimmt. Eben genau dafür. Und dafür haben wir 2 neue Leute am Feld, Yaité und Pippi. Und wir sehen erstmal nichts. Und dann sehen wir Götze. Der ist auf der rechten Seite unterwegs, flankt. Und dann steht in der Mitte Karasor, der klärt. Aber er legt den Ball genau zu Pippi. Der wieder auf Götze raus. Und ja, die Flanke landet beim Torwart. Ist nicht so wirklich gefährlich gewesen, das zweite Ding. Mensch, Mensch, Mensch. Aber egal, weiter geht's. Ecke von der linken Seite, Marcos Tavares bringt sich rein, Pippi kommt zum Kopfball, aber Karasor ist an ihm dran und deshalb kriegt der kleine Pippi da keinen Druck hinter den Ball und auch keine Zielgenauigkeit und es geht sonst wohl. Ja, Mario Götze haben wir jetzt nicht so eine Alternative momentan am Start, aber wir bringen Zuber, der hat ja das letzte Mal auch gut gespielt als Einwechselspieler, werden wir erstmal so machen und gucken uns das an, ob der Tavares ein bisschen besser ersetzen kann. Tavares, ja,
ist immer bemüht, ne? Aber wenn man immer bemüht ist und nie so konstant mal richtig was hat, dann ist das auch schwierig. Mancala sieht, dass Fährmann weit vorm Tor steht, schaut kurz, lupft das Ding unter die Latte, Tor. 1-0. Stellungsspielfehler von Ralf Fährmann. Das könnte jetzt hier ganz bitter für uns sein. Joa muss raus, der hat sich da verletzt, offensichtlich beim Jubeln, weil es direkt auf das Tor hin passierte. Jochbeinbruch, der hat wohl einen abgekommen da beim Partyfeiern. Und Partyfeiern will auch Nati, der kommt nämlich rein, Nicolas Natay oder Natay, ich weiß es gar nicht, kommt rein für den Torschützen und John Carbonero kommt rein für den Verletzten. Also ich weiß nicht, was die gemacht haben da beim Torschießen, beim Jubeln. Beide müssen raus, der eine verletzt, der andere nicht. Vielleicht hat er dem auch auf die Nase gehauen und hat gesagt, oh nee, der IT geht an Udo Kai vorbei, macht das schön, schießt jetzt, aber dann genau in die Arme von Martinez. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt. Da müssen wir jetzt ran, Jungs, da müssen wir jetzt mehr ran. So, voller Angriff, vielleicht auch Konterspiel jetzt sein lassen und einfach drauf. Einfach drauf. 10 Minuten sind es noch. Ja, es wäre jetzt nicht so dramatisch, aber wenn wir wollen natürlich jeden Punkt mitnehmen. Und 2 Niederlagen in einer Folge ist einfach doof. Pokal raus und dann jetzt hier auch, Fragezeichen, Ausrufezeichen. 4 Minuten sind es noch und Zuber auf der linken Seite hat den Ball, flankt in die Mitte, das haben wir weiter, köpft den Ball und haltbar für Martin, der ist ja wunderbar, da ist es doch. 1-1, Harvey White mit dem Ball. Erstes Tor in dieser Saison und ja, Zuber mit der ersten Vorlage. Und es sind 4 Minuten Nachspielzeit. Komm, dann machen wir nochmal Druck. Wir haben doch jetzt hier Wind unter den Flügeln. Dann müssen wir nur noch hinfliegen zum nächsten Tor. Und das gucken wir jetzt uns an. Chris Richards, Überraschung mit der Ecke. Martinez kommt hier raus und hat die allerdings sehr sicher. Ja gut, Chris Richards hat mich jetzt auch gewundert, dass der jetzt unsere Ecken schießt. Aber wir haben noch 2 Minuten. Leider keine nächste Chance mehr. Ja, unentschieden. Kann man mitnehmen. Wir hatten viele Chancen, aber ja... Viele kleine. Bin ich zufrieden mit. Vollkommen zufrieden. Hier, die haben so Spieler wie ihn hier, 87er Kollegen, im Nationalteam der Engländer. Also von daher ist das alles voll okay soweit. Die haben Player vorne drin. Joa, der hat auch nicht gerade eine Binde vorm Kopf oder so. Ah, Player gar nicht mehr so gut, okay. Aber hier Joa, gut, der hat sich dann verletzt, ist jetzt 3 Wochen raus. Nehmen wir einfach mit und Zuber hat es gut gemacht. Ne? Wieder Mann des Tages, das letzte Mal irgendwann schon, als er mal reingewechselt wurde. Vielleicht ist das so ein Mann, der von der Bank kommen kann. Schauen wir mal. Ergebnisse. Bayern München gewinnt gegen Köln. Dortmund schießt Bochum 5-1 ab. Mit dem Doppelpack von Wolf. Der hat auch schon einen Doppelpack im Pokal gemacht. Der hat gerade den richtigen Lauf. Aha, okay. 85. Ja, meine Güte. Den verkaufe ich immer mit als erstes, muss ich sagen. Ne? Ach, klasse. Dann Tor von Haaland, Berghuis und Bellingham. Leipzig verliert in einem 5-Tore-Spiel gegen Wolfsburg. Leverkusen unentschieden gegen Hoffenheim. Hertha unentschieden gegen Bremen. Hamburg verliert gegen Mainz. Dresden verliert gegen Gladbach. Und Hannover verliert gegen Eintracht Frankfurt. Und das macht hier unten die Gemengelage für die letzten 3 nicht so viel besser. Also unter uns haben fast alle außer Mainz entweder unentschieden oder Niederlage gespielt. Das heißt, wir haben nicht auch so viele Leute Punkte verloren. Das ist ganz wichtig für uns. Wir haben mit ihm hier einen neuen Menschen in der Elf des Tages. Da müssen wir ein Bild reinmachen. Ne? Tilf Wavra, wenn der schon in der Elf des Tages ist, holen wir ein Bild für. Da ist er, der Till. Guten Morgen, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein neues Gesicht, mein Lieber. Alles klar, schön. Beste Spieler, guckt man natürlich auch nochmal rein. Haaland immer noch mit 27 Buden hier vorne drin. Und dann Weghorst mit 5 Buden weniger. Und dann erst Lewandowski mit 7 Toren weniger. Also die laufen da oben ziemlich alleine rum. Von uns. Ja, ist da lange Zeit keiner. Und dann Jaite auf Platz 33. Gut. Wir schauen. Fanbeliebtheit ist gestiegen auf 20. Ich weiß gar nicht, was bringt das genau? Mehr Leute? Im Stadion? Ich weiß es nicht. Romano Schmid? OM, verlängert bei Bremen, ja, okay. Fabian Holthaus wäre eventuell jemand für die erste Mannschaft. Ja, mit 72 eigentlich schon, aber wir haben halt links schon jemand richtig geil, ne? Ja, der wollte auch unbedingt weg hier, aber ich will ihn eigentlich noch halten. Nicht mehr motiviert, der will den Verein verlassen. Und wann? 26. Ja gut, dann müssen wir in der nächsten Saison auf jeden Fall verkaufen, ist okay. Weiß ich Bescheid. Zweite Mannschaft hat gewonnen gegen Hauptstadt.
Wir gucken rein. Ja, Holthaus auch bester Mann. Genauso wie Giekewitz auch eine 1-0 hat. Danny Latzer mit einer 5 ist auch geil irgendwie. Weil, naja, gut, dann ist so. Also unsere Abwehr hat gut gestanden, daran hat es gelesen. Frankovic und Sokrates auch mit guten Noten. Perfekt, wunderbar. Nächstes Spiel nehmen wir nicht mit, dafür ist jetzt schon ein bisschen Tacho auf der Uhr verlaufen. 38 Minuten plus minus, was ich mal irgendwie wegschneiden musste, aber da machen wir halt jetzt nicht noch einen dran, weil dann wird es wieder richtig langer. Ne? Okay. Nächstes Spiel gegen Bochum, das könnte noch mal ein Spielchen werden, wo man mit 3 Punkten ja, rechnen wollen. Das könnte noch mal Spaß machen. Gerade die Spiele waren zum Teil spannend. Aber nicht spaßig, ne? Und vor allen Dingen, der DFB-Pokal war hinten raus eher so unspaßig, ehrlich gesagt. Na gut, wir gucken uns das an. Und wir sind hier sogar deutlich stärker mal. Wir sind hier jetzt mal 40 Punkte stärker als die Bochumer. Das müssen wir nutzen. München gegen Dortmund, das ist Topspiel. Das ist natürlich auch ein ganz klassisches Ding. Wolfsburg gegen Leverkusen und Hoffenheim gegen Leipzig. Ja. Und dann haben wir jetzt die Qual der Wahl, ne? Fährmann muss leider mit einer 75 wieder auf die Bank. So sieht's aus. Wir starten hier mit unseren Altbekannten. Wiekow würde ich vielleicht für Inselmann erstmal wieder auf die Bank setzen. Kolasinac würde ich reinbringen, weil der eine deutlich bessere Form hat. Pippi ist im Moment nicht so geil drauf. Wir werden gucken. Ja, Tee werden wir reinbringen. Ich rede jetzt noch mit den Leuten. Und dann sind wir durch mit dieser Folge. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, der Gary ist weg. Adieu.